Hast du gedacht, was ich gedacht habe? Ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber das ist eher unwahrscheinlich. Wir müssen zusammenhalten, um das hier zu überleben. Das sehe ich auch so. Und wenn wir das überleben, können wir es auch nochmal versuchen. Ja, Mann. Ich bin eine Frau. Siehst du am Lappen? Sorry. Ja, Frau. Was ist dein Plan? Ich habe keine Ahnung. Nice, Mann. Ich frage am besten die Banane. Mach das. Ey, Banane. Was ist unser Plan? Woher soll ich das wissen? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das ist nicht so gut. Dann, jetzt sind Toni und Toni ja tot. Ich hätte nichts mehr dagegen, ins Zeugenschutzprogramm zu gehen. Oh, Toni. Die Idee finde ich gut. Aber wie? Werden nicht die Telefone zu Hause abgehört? Ja, ich denke schon. Dann fahren wir wieder nach Hause. Trautesheim, Glück allein. Du weißt, dass wir danach nie wieder dahin zurückgehen können? Ja, stimmt. Ich glaube, man sollte eine zweite Chance kriegen. Und das ist jetzt meine? So ist es. Dann hoffe ich mal, dass unser Plan funktioniert. Das hoffe ich auch. Ich hoffe aber auch, dass wir überhaupt bei dir ankommen. Das wird eine kritische Sache. Die ganze Mafia in der Stadt wird uns töten wollen. Jetzt, da ich Toni und Toni den Boss umgelegt habe. Wie lange dauert die Fahrt eigentlich noch? Noch 6 Stunden. Wann ist die Szene denn endlich vorbei? FBI, ich weiß, dass ihr mich hört. Ich würde ganz gerne... Du sprichst mit einer Banane. Beleidige nicht... Oh, du hast recht. FBI, ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Also schon, aber wir würden gerne beide ins Zeugenschutzprogramm. Hallo? Ja, denn FBI... Vielleicht hören die uns nicht mehr ab. Doch tun die. Wir wollen euch helfen. Wir haben Informationen, die euch interessieren. Wir wollen ein Zeugenschutzprogramm. Das sieht gar nicht gut aus. Hört ihr mich? Oh, hallo. Ja, okay. Okay, danke, wir kommen sofort. Was sagt er? Jetzt gerade nichts, aufgelegt. Was hat er gesagt? Tschüss. Davor. Er hat mir eine Adresse genannt und wir sollen da jetzt hinkommen. Wir sollen beide da hinkommen? Ja. Ach, Moment. Ja, ja. Was hast du denn gedacht? Nicht so wichtig, los. Hallo, ich bin Toni. Ich bin hier für das Zeugenschutzprogramm. Hallo, Toni. Toni? Was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Unterschätze nie die Kraft von Nudeln. Okay. Ach, hi, Toni. Hi, ich bin übrigens Karen. Hi, Karen. Hi. Wo? Haha, ich bin lustig. Nenn mir einen Grund, warum ich euch jetzt nicht sofort wegpusten sollte. Ich kann das erklären. Aha. Ich weiß ja, dass wenn ich lebend rauskomme und ins Zeugenschutzprogramm gehe, ihr alle am Arsch seid. Du willst ins Zeugenschutzprogramm? Ja. Wie konntest du so tief sinken? Ich sinke nicht, ich steige. Euch geht's nicht um Ehre und Respekt, euch geht's nur ums Geld. Ja, um die Ehre geht's vielleicht eher den Bauern. Ja. Wir waren eine Familie. Nein, wir waren kriminelle Drecksteppen. Und da du uns eben erschossen hast, also fast. Wo ist eigentlich Toni? Nicht so wichtig, also. Deswegen freue ich mich auf diesen Moment. Auf den Moment, uns zu erschießen? Ja. Irgendwelche letzten Worte? Scheiße, Mann. Warum fliegt denn eine Pizza? So dumm bin ich auch nicht. Da ist echt eine fliegende Pizza. Hä? What the fuck? Och nee. Scheiße, Mann. Wie kommen wir denn jetzt ins Zeugenschutzprogramm? Ich weiß es nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die sind uns immer einen Schritt voraus. Wir sind am Arsch. Ja, wir sind am Arsch. Aber was ich mich frage, wo ist eigentlich Toni? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß es. Warst du schon die ganze Zeit da? Haben die auch Spaghetti das Leben gerettet? Nein, Spaghetti war nicht da. Es war Toni. Er hat mir vorgeschlagen, Spaghetti mitzunehmen. Oh, ja, dann wohl schon. Immer dieser Drecks-Toni. Ey! Nein, nicht du. Du beleidigst meinen Vater? Er ist nicht dein Vater. Doch, ich habe einen DNA-Test. Da meine ich nicht den, den du meinst. Du hast doch gesagt Toni. Ja, ich meine den Boss, Toni. Was hat er denn damit zu tun? Er hat auch Nudeln wegen Toni dabei gehabt. Ja, den Toni meine ich. Welchen Toni von beiden? Toni! Was denn? Nein, ich meine Toni, Toni. Redest du von dir selbst in der dritten Person? Bist du komplett dumm? Nein, tue ich nicht. Ich meine den Toni, wegen dem ihr Nudeln dabei hattet. Gut, da das geklärt ist, kann ich euch beide ja erschießen. Aber ich fahre gerade. Wenn ich sterbe, stirbst du auch. Irgendwann wirst du anhalten müssen. Das denkst du. Das weiß ich. Spätestens, wenn das Benzin leer ist. Nicht so schnell. Boom, ich habe eine Kanone. Oh, scheiße, Mann. Mexican Standoff. Nein. Doch. Ist doch egal. Wir waren Brüder, Toni. Ebenso den gleichen Namen. Ich habe jetzt gelernt, was die Mafia eigentlich ist. Sag nicht dieses Wort. Welches Wort? Du weißt, welches Wort. Was die Mafia macht, ist einfach unfassbar asozial. Selbst für das Geld. Wie kann man sowas machen? Es ist, wie es ist. Das muss doch nicht sein. Wenn wir es nicht machen würden, würden es vielleicht andere machen, die noch viel brutaler vorgehen würden. Schon mal daran gedacht? Nein, aber das ist doch auch dämlich. Du bist dämlich. Willst du, dass ich sie abknalle? Willst du, dass ich deine Freundin abknalle? Nein, wenn du sie abknallst, knall ich dich ab. Du musst doch fahren. Ich glaube, dass meine Chancen gar nicht so schlecht stehen. Und ich glaube, dass unsere Chancen gar nicht so schlecht stehen. Also die von Karen und mir. Dann denk das ruhig. Wir werden ja... Was war das? Ich habe Toni in den Kopf geschossen. Was? Wieso schießt du Toni in den Kopf? Das wollte ich nicht, das war aus Versehen. Er war fast auf unserer Seite. Was machst du? Es war aus Versehen. Hat gewackelt und schwupps, Tonis Kopf kaputt. Einmal guckst du Pulp Fiction und direkt, ich habe Toni ins Gesicht geschossen. Bullshit. Ich kann nichts dafür. Aber eigentlich ist das gut. Gut gemacht, danke. Bitte. Er wollte uns beide schließlich töten. Dann war das gut. Würde ich aber auch sagen. Das war Notwehr. Nice, Mann. Aber was machen wir jetzt? Wir können so nicht rumfahren. Ich sehe hinten gar nichts mehr. Das auch. Außerdem will der Rest der Mafia uns immer noch umlegen. Solange die uns nicht flachlegen wollen. Was? Egal, du hast recht. Aber ich glaube, ich habe einen neuen Plan. Vielleicht ist es noch nicht nötig, sich zu entscheiden.
Moin Leute! Schönen guten Tag. Nimm mal bitte kurz die Waffe runter. Nein, was machst du hier? Ich weiß doch, dass ihr alle das gar nicht machen wollt. Was redest du? Hast du jetzt komplett den Verstand verloren? Hört mir zu, das ganze Gemorde ist doch nur, weil in euch etwas fehlt. Aber ich weiß, ganz tief in euch drin wollt ihr das doch gar nicht. Nein, nein! Doch! Oh nein! Wehr dich, Tony! Ah. Es lohnt sich nicht dafür zu kämpfen. Du kannst mir nicht erzählen, es lohnt sich nicht dafür zu kämpfen. Habe ich aber gerade. Scheiße, Mann. Bist du ein bisschen dumm? Ja, sorry. Du weißt, es stimmt. Alles, was ich tue, ich tue es für dich. Und was ist mit mir? Was laberst du? Brian Adams? Bullshit. Oh ja, ich weiß, dass es so ist. Guck tief in mein Herz. Wo kommt eigentlich die Musik her? Ich weiß es tatsächlich nicht. Mach die aus. Wie denn? Es ist nicht meine Musik. Anscheinend hast du Tony überzeugt. Aber mich wirst du nie überzeugen. Wir sind eine Familie. Und ich bin der Boss. Ohne mich kommst du nicht weit. Bist du sicher? Wenn wir alle ins Zeugenschutzprogramm gehen, sieht das für dich nicht so gut aus. Hm. Denk doch mal über deine Taten nach. Ich bereue nichts. Ich aber. Ich komm mit. Und alle anderen hier, die man gerade nicht sieht, stimmen Tony zu. Letzte Chance. Welchem Tony stimmen die zu? Dir nicht. Oh. Hm. Komm doch einfach mit, damit du nicht alleine im Knast stirbst. Na gut. Yay, Happy End! Dann los! Also verstehe ich das richtig. Ihr wollt alle ins Zeugenschutzprogramm. Ja. Ja. Aber wenn die ganze Familie ins Zeugenschutzprogramm geht, was bringt uns das dann? Ihr könnt doch keinen verraten. Nicht die ganze Familie. Und ich. Ich bin kein Teil der Familie. Wer fehlt denn? Der Boss. Und Tony. Der ist tot. Tony ist tot? Ja. Oh. Hm. Ja, dann nur Tony der Boss. Ihr wollt alle euren Boss verraten? Ja. Ist komisch, dass er doch nicht mitgekommen ist. Geht's bei euch nicht irgendwie um Ehre und Respekt oder so? Nein. Und wieso denkt ihr, dass es uns um Ehre gehen würde? Wir sind keine Bauern. Nein, ich meine, egal. Also, alles, was gegen Kriminalität hilft, finden wir gut. Aber Kriminelle bestrafen finden wir auch gut. Also theoretisch würde einfach nur einer von euch reichen, der alle verrät. Und dann können wir ein paar Mafiosi verhaften. Nee, das wäre aber ziemlich asozial. Ich dachte, ihr verratet euren Boss. Ja, weil der ein Drecksgangster ist. Aber ihr seid auch alle Gangster. Waren. Und keine Drecksgangster. Ach so. Also schreiben Sie sich alle Namen auf. Ich bin Tony. Das ist Tony. Wie immer noch Tony. Aha, okay. Tony. Und? Lassen Sie mich raten. Tony? Nein, wieso sollte meine Freundin Tony heißen? Sieht die aus wie ein Mann? Nein. Warum beleidigst du sie? Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht, dass die auch hier ist. Die sitzt doch direkt vor dir. Ist doch jetzt egal, Tony. Na gut, wenn du das sagst. Das. Okay. Okay. Dann werden wir sie ins Programm aufnehmen. Alle. Nice, Mann. Danke. Ultra nice, Mann. Über nice, Mann. Und Frau. Ich bin eine Frau. Sorry. Solltest du auch sein. Ach, ich will mal keinen Toast mehr. Ach, scheiße, Mann. Moment, wieso gucke ich im Kühlschrank? Ach, die Sonne auf Toast. Nice, Mann. Yay! Ich wollte aber eigentlich ein Bier holen. Wieso gucke ich in die Schublade? Du hast doch gerade nach Toast geguckt. Ja, aber... Ah, hier. Drecks der Kölsch. That is it. Nice, Mann. Dieser Film auf Netflix ist echt nice. Ich würde direkt ein Like da lassen, wenn das gehen würde. Hier ist ein kürzerer Polizeikomödie-Film. Der ist auch lustig. Ja, so wie der andere Film Abschied. Die sind beide lustig. Und das andere Video da bestimmt auch. Klick bitte drauf. Mach ich. Nicht du. Drecks der Baller.